Bald bei Teil, liebe Freunde von Alpha Hunters, Alpha Shooters. Jetzt haben wir was für die Sportschützen. Neben mir steht Steffen Crispan von der RUAG. Hallo, und Matze. Der hat eine Deria in der Hand. Halt sie mal ein bisschen höher, so sieht das gute Teil aus. Was ist denn das für ein Modell? Das ist eine Deria MK12 in der IPSC-Variante mit der Lauflänge 500. Deswegen heißt das Teil Deria MK12 IPSC 500 mit der großen Mündungsbremse vorne drauf. Okay. Sportschützen schießen damit IPSC. Kippscheibe, 28 Gramm, ja. Flintenlaufgeschosse, alles Mögliche. Funktionssicherheit ist gegeben ab 28 Gramm, ja. Vorlage. Die Waffen sind Kastenmagazinwaffen. Wir haben ja halbautomatische Flinten, klassischer Bauart mit Röhrenmagazin. Mhm. Wir verwenden hier, die Jungs kennen sich aus, Black Guns Jungs, im Prinzip ein AR-15-System. Mhm. Ja. Das heißt, wer mit seiner AR-15 blind arbeiten kann, kann mit der genauso blind arbeiten. Okay. Ja, es ist dasselbe Handling, auch wenn sie natürlich innen drin ein bisschen anders aufgebaut ist. Die Patronen sind halt auch sehr unterschiedlich. Mhm. Diese Variante der MK12 gibt es in unterschiedlichen Lauflängen. Mhm. Von sportlich gerade noch akzeptierten 430, mhm. 500 bis 600 mm Lauflänge. Mhm. Mit unterschiedlichen Kompensatoren. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, der M, der mittlere. Ich habe vorhin gesagt, wäre der größte. Den gibt es noch ein bisschen größer. Ja. Ja. Die Waffe ist fertig auch zu montieren, das heißt Picatinny Rails drauf. Ja. Jungs, die gerne vorne was dran bauen, können das auch noch stundenlang machen. Das ist alles auf Picker-Modus gemacht. Die Hinterschäfte sind ebenfalls Magpul-artig bekannt. Ja. Und damit das sportlich ist, alles auch schön Zubehörteile in Orange. Zwischenfrage. Du hast mir eigentlich meine zweite Frage schon beantwortet, weil für einen Jäger ist es ja eher weniger geeignet. Aber ein Sportschütze macht damit welche Disziplin, was man kann? IPSC vor allen Dingen. Ja. Wir haben aber, glaube ich, auch bei BDMP haben wir Kippscheiben, ja. die mit halbautomatischen Waffen auch geschossen werden können. Ja. Es ist hier eigentlich alles möglich, das zu tun. Ja. Ich habe es mal ausprobiert, damit Tontaube zu schießen. Also nee. Skeet geht dann nicht ganz so toll. Das sollte man dann doch bei der klassischen Flinte bleiben. Okay. Aber was richtig toll sind, die dynamischen Kippscheibendisziplinen, Pepper Popper und solche Sachen. Ja. Gehen wir mit so einem Ding Philipsburg spielen, das macht Hölle Spaß. Okay. Und preislich sind die Dinger ja auch richtig interessant. Richtig oder? Interessant. Dafür, dass sie qualitativ sehr hochwertig gemacht sind, liegen diese sie doch in 1,2 oder so? Circa, ja. 1,2, 1,3. Ja, okay. In den Dreh rum, ja. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, schaut euch dazu nochmal den Artikel bei Alpha Hunters, Alpha Shooters an. Und wenn ihr mehr wissen wollt, einfach auf die Internetseite der RUAG gehen. Da wird die ja auch nochmal vorgestellt, wenn Richtig. Man weitere Details haben will. Genau. Und ja, dann würde ich mal sagen. Und wer die nicht mit Orange möchte, als normale MK12, einfach ohne Orange, dann ist sie komplett schwarz. Komplett Gibt's auch in Neongrün, in Olivfarben, in Bronze und in Camo. Okay, ich wollte das Video gerade beenden, aber ist dieser Trend, jetzt mache ich trotzdem noch mal eine Zwischenfrage, ist Alles dieser gut. Trend zu dieser Individualisierung von Waffen? Absolut. Gerade auf dem Sportsektor. Ja. Dem einen kann es nicht tarnig genug sein, der andere möchte es auffallend haben. Ja. Wir hätten, Deria hat im Portfolio, ich glaube, 80 verschiedene Farben und Modelle ja. von Metallic Blau bis Krotze Grün und Neon ja. weiß der Henker was. Ja. Der Kunde möchte das gerne. Es okay. ist tatsächlich so, ich möchte, wenn am Waffenständer meine Knarre steht, dann will ich aus 100 Metern sehen, dass das meine ist. Okay. Das sieht toll aus, warum denn auch nicht? Ja. Ja. Also das Modell gibt es in 80 verschiedenen Farbvarianten. Das Modell MK12 ja. als AS103 irgendjet gibt es dann in allen möglichen Varianten. Das hier ist eine spezielle Ausführung fürs IPSC-Schießen, ja. auch erkennbar, das ist übrigens kein Dings. Deria ist offizieller Sponsor des IPSC Worldwide. Deswegen okay. dürfen die auch dieses Wappen hier drauf haben. Okay. Und in Amerika übrigens schon seit Jahren unter dem Namen Typhoon. Ja. Absolut bekannt. Also okay. in den halbautomatischen Disziplinen unter den ersten 10 sind immer 5 Derias. Also das ist ganz normal. Okay, alles ja, klar. Zuverlässig, sehr, 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 sehr praktikabel und für diesen Sport Bombe geeignet. Und preisattraktiv, ne? Auch das. Ja, okay. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben, was ihr von dem Modell haltet. Und vielleicht hat der eine oder andere ja sogar noch eine Wunschfarbe, die es bei der RUAG noch nicht im Programm gibt. Dann könnt ihr es natürlich auch hereinschreiben. Und ja, dann würde ich ja. erstmal sagen, danke, lieber Steffen. Aber nicht dafür, gerne. Zeit genommen hast. Ach, mach ich doch gerne. Matze, danke Hau dir. Rein. Hau rein.